Aber wenn Lotte schon mal nicht raus möchte, die immer eigentlich die Erste ist, die nach draußen möchte, dann stimmt wirklich irgendwas nicht. Guten Morgen, meine liebe YouTube-Familie. Draußen liegt alles voller Schnee. Es sieht so wunderschön aus. Ich mache mir heute ein bisschen Sorgen um Lotte. Raus in den Schnee. So, ich habe jetzt meine Jacke angezogen, weil es doch draußen ziemlich kalt ist und ich friere. Und ich mache mir echt Sorgen um Lotte. Sie wollte heute früh nicht frühstücken, hat bis jetzt nichts gegessen. Sie lag in der rosa Schüssel, hat so vor sich hingepennt, hat überhaupt nicht gecheckt, dass ich da bin. Meistens kommt sie ja dann an. Und dann hat sie mit Emily gekuschelt, unterm Bett, später. Weil dann ist sie vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer und jetzt liegt sie unterm Bett und ich habe sie eben auch ein bisschen gestreichelt und sie hat die Augen ganz fest zu und macht ja auch immer nur so ein ganz kleines bisschen auf und ich weiß auch nicht, was los ist. Aber wenn Lotte schon mal nicht raus möchte, die immer eigentlich die Erste ist, die nach draußen möchte, dann stimmt wirklich irgendwas nicht. Ich habe ihr jetzt eine Tasse Kamillentee gekocht. Der ist jetzt auch schon abgekühlt. Durch die Lotte, seht ihr sie, die Augen. Nur so ein ganz kleines bisschen offen. Aber ich wollte vorhin von der Krankenkelle Wasser geben, wie ich es immer bei Holly mache. Aber Holly hat die Augen nicht zu. Und dann hat sie die Kelle quasi so weg mit den Zähnen. Die wollte sie nicht haben. Guck mal, Maus. Ich habe dir Tee gekocht. Hm? Magst du ein bisschen Tee trinken? Maus? Schnücke, was ist los? Hm? Was ist los mit dem Baby? Hm? Was ist los? Guck mal, ich habe dir Tee gekocht. Magst du ein bisschen Tee trinken? Hm? Tee? Nee, Lotte mag gar nichts. Hm? Magst du Tee? Was ist denn das? Was ist denn das mit der Lotte? Mein Baby. Schatz, was ist los? Mann, Mann, Mann. Ich mache mir echt Sorgen um Lotte. Ich lasse jetzt erstmal in Ruhe und die anderen haben Spaß. Auf der Suche nach Emily. Dadurch, dass sie weiß ist, kann sie sich natürlich wunderbar im Schnee verstecken und tarnen. Vielleicht ist sie auch gar nicht mit raus, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Oder sie ist in dem Loch. Aber das sieht nicht begangen aus. Das ist Lottes Loch. Wo ist der Hase? Oh, ist das so schön. Ich hoffe, es ist so schön. Ich würde gerne Ski fahren. Oder Schlitten. Oder irgendwie sowas. Irgendwie ist Emily hier nirgends auch. Und das ist so
Pappschnee, der knirscht unter den Füßen. Also nicht so weit hinter geht Emily nicht. Also ist sie vielleicht gar nicht rausgegangen, weil es hier so kalt ist. Und sie sitzt vielleicht immer noch im Wohnzimmer unter der Couch oder so. Also es ist schon frisch. Wenn ich nachher mal einen Spaziergang mache, werde ich auf jeden Fall eine Mütze aufsetzen. Obwohl ich keine Mütze mag, aber ist schon besser so. Ich habe sie gefunden. Da ist die Emily. Wahrscheinlich war die hier in den Büschen oder so. Ich habe meine Mütze nicht gefunden, deswegen habe ich jetzt meinen Stirnband aufgesetzt und die Kapuze darüber. Es ist so wunderschön, diese Schneelandschaft anzuschauen. Also wirklich ein absoluter Traum. Und hier fallen auch noch so ein bisschen, also hier fällt so ein bisschen Schnee nach unten und ich liebe das. Ich liebe. Okay, das war jetzt so ein bisschen viel. Ja, ich finde das wirklich total schön, aber ich mache mir so Sorgen um Lotte. Ihr geht es immer noch nicht besser. Sie sitzt unterm Bett, die Augen fest zu. Als ob sie wirklich so todmüde wäre oder total erschöpft, dass sie die Augen nicht aufbekommt. Ich hoffe, der Maus geht es bald wieder besser. Es macht einen wirklich sehr fertig, wenn es einem Tier nicht gut geht und man leidet mit. Und man will es dem Tier irgendwie abnehmen, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, was ist. Also bei Holly weiß ich ja mittlerweile, dass sie manchmal solche Tage hat. Aber dass es wieder vorbeigeht. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass Lotte sowas hat und dass es ihr nicht gut geht. Und das ist anders als bei Holly. Also es ist etwas komplett anderes. Sie scheint total erschöpft und müde zu sein. Als ob sie Winterschlaf hält oder irgendwie einen tiefen Schlaf. Und sie wollte nichts essen, sie wollte nichts trinken. Und naja, hat die Augen ganz fest zu. Und wenn sie mal die Augen aufmacht, dann nur so einen ganz kleinen Spalt. Also ich mache mir echt Sorgen um Lotte und ich hoffe, ihr geht es bald wieder besser und dass das bald wieder rumgeht. Ich versuche jetzt trotz allem den Winter zu genießen. Ich habe mich schön warm eingepackt. Die Hasen hatten auch Spaß draußen. Die fanden das auch ganz toll mit dem Schnee und alles. Ach, wisst ihr, was mir heute eingefallen ist? Mir ist heute eingefallen, dass ich in diesem Winter keine Lebkuchen gegessen habe. Ich mag doch eigentlich von Balsen die Grandessa-Lebkuchen so gerne. Das ist eine Mischung aus Comtessa und nur, dass sie noch einen Zuckerguss zusätzlich haben. Und die gab es bei uns im Supermarkt nicht. Und deswegen habe ich dieses Jahr keine Lebkuchen gegessen. Wohin man schaut, über alles herrlichste Schneelandschaft um einen herum. Das ist weiß, das ist so schön. Das freut mich so, das glaubt ihr gar nicht, dass es jetzt noch weiß geworden ist. So schön. Oh, schaut mal, wie süß. Ich habe jetzt Lotte ein Handtuch hingelegt und sie drauf gesetzt. Oh. Krankenbesuch. Das ist ja süß. Oh. Simba. Wolltest du jetzt unbedingt auch mit auf das Handtuch oder wolltest du mit Lotte kuscheln? Ne? Das kann man jetzt nicht so ganz klären, aber es sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Emily, ja, und du bist auch mit da, das ist ja lieb. Ja, bleib nur bei der Lotte, gell? Ja, bleib nur bei der Lotte. Die Kamera ist wieder ein bisschen beschlagen von der Kälte draußen. Ich mache mir jetzt eine das Licht wollte ich jetzt nicht ausmachen. Ich mache mir jetzt eine Wärmflasche, weil mir ziemlich kalt ist. Dann war ich eben im Keller und habe nach meiner Elisabeth-CD geschaut von dem Musical, weil wir uns ja gestern darüber unterhalten haben. Und ich habe gesagt, ich kann mal die CD mitbringen und ausleihen. Und dann ja, habe ich hier noch eine DVD von dem Musical und ich hatte eigentlich auch noch von Tanz der Vampire eine CD, aber die habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden. Keine Ahnung, wo ich die habe. Die muss wohl irgendwie verloren gegangen sein. Aber auf jeden Fall die zwei CDs, beziehungsweise die CD und die DVD. Mensch, das macht mich echt fertig mit Lotte. Sie scheint so unglaublich müde zu sein. Ich weiß nicht, ob sie Schmerzen hat, aber sie scheint so unglaublich müde zu sein. Also
ganz komisch. Naja, ich habe vorhin auch schon das Aufgebraucht-Video geschnitten für Montag für meinen Beauty-Kanal. Das werde ich jetzt nochmal durchgehen, ob die Schnitte alle passen und dann noch die Texte einfügen. Und dann kann ich das exportieren und im Anschluss hochladen. Und dann wollte ich noch meine Pinsel waschen. Die haben es nämlich bitter und dringend notwendig. Ich habe schon mal die Pinsel ins Badezimmer gelegt, die ich waschen möchte. Ihr glaubt nicht, was gerade in meinem Essen war. Ein Glassplitter. Hier, das Teil war in meinem Essen. Der riesen Glassplitter. Ich habe mir auch schön die Zunge aufgeschnitten und vom Gaumen brennt. Also wenn ich das geschluckt hätte, dann Brustmahlzeit. Ich habe keine Ahnung, wie das in mein Essen gekommen ist. Ich habe gerade meine Mama angerufen, weil das sind Kürbisnudeln von ihr. Und sie gefragt, ob ihr vielleicht beim Kochen irgendwas runtergefallen ist, irgendein Glas oder so. Aber sie hat auch keine Erklärung dafür, woher dieses spitze Teil kommt. Ja, sehr eigenartig. Naja, ich habe es überlebt. Ich habe Lotte jetzt mal unter dem Bett vorgeholt und sie ist jetzt unter den Küchentisch gehüpft. Getragen möchte sie nicht so gerne werden. Immerhin sind die Augen nicht mehr ganz so viel zu und sie ist wieder ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so apathisch wie davor. Es war ja echt so, als ob sie in den absoluten Tiefschlaf gefallen wäre. Na gut, jetzt gehen die Augen schon wieder zu, aber zwischenzeitlich ist sie doch ein bisschen wacher. Fressen will sie nicht. Ich habe hier ein bisschen Karotte abgegeben, naja, halt ein bisschen Karotte. Und die mag sie ja immer so gerne, aber das mag sie auch nicht so gerne. Aber sie hat ein bisschen Kamillentee getrunken, immerhin etwas. Ja, ich weiß nicht, was die Maus hat. Jetzt gehen die Augen schon wieder so zu. Hm, Maus. Machst du Winterschlaf? Macht die Lotte Winterschlaf? Ja, was ist denn das? Hm? Mein Schatz, was ist denn das? Ja, guck mal, da ist die Kamera, da sind die uns Abonnenten. Deutsch kann ich nicht mehr, hör mal, das macht mich fertig mit dir. Das macht mich fertig, wenn es dir nicht gut geht. Ja, aber immerhin ein bisschen besser, ha? Hm? Vielleicht musstest du einfach nur mal ganz tief und fest und viel schlafen, ha? Hm? Sind die Augen schon wieder zu? Was ist denn das mit der Maus? Ah, hm? Das sieht schon besser aus. Ja, Mausekind. Hm? Ja, knuscheln magst du. Knuscheln. Schnicki Mausi, hm? Schnicki Mausi, die Ohren sind auch ganz kalt. Ich kann irgendwie nicht erkennen, dass sie Schmerzen hätte oder dass sie sich unwohl fühlt. Sie scheint einfach nur unglaublich müde zu sein. Ja. Also ich hoffe, das wird jetzt wieder, weil wie gesagt, sie ist jetzt schon wieder ein bisschen fitter als den ganzen Tag und sie hat auch ein bisschen was getrunken. Ich hoffe, morgen geht es ihr wieder gut. Wünsche der kleinen Maus gute Besserung. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss. Magst du ein Pellet? Magst du ein Pellet? Nein, nichts essen. Magst du noch ein bisschen was trinken von dem Tee? Hm, Tee. Trinken. Hm? Trinken? Ja, da kommt der Simba. Magst du Tee trinken? Das ist Kamillentee. Hm? Kamillentee? Jetzt wieder? Oder magst du hier so eine? Das magst du, gell? Selber für die Lotte. Na, hast du das? So ist fein. Gib mir daneben, als alles gut ist, aber immerhin sie trinkt. Ja, fein.
Ja, da ist jetzt der ganze Tee auf dem Boden, ha? Der ganze Tee ist auf dem Boden. Nein, weg. Das ist meine Lotte, ha? Das ist wieder meine Lotte. Genug Tee. Okay. Ach, Mausekind. Mein Mausekind. Ich bin jetzt in die Stadt gefahren, weil ich noch einige Besorgungen machen muss. Unter anderem muss ich zu DM.